Hi Leute, willkommen zurück zu Terranigma. Und wie beim letzten Mal versprochen, habe ich die Möwe gefunden. Yay. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen das hier zu erkunden, wo wir gelandet sind. Und zwar sind wir gelandet in Japan. In Japanesien. Und gehen wir mal in das einzige Städtchen auf der kleinen Insel. Das ist Neo Tokyo. Das klingt sehr asiatisch vom Sound her. Sieht auch so aus. Was? Du willst mit mir ausgehen? In diesem Outfit? Oh ja, warum nicht? Sieht doch cool aus. Außerdem habe ich einen Stab und ihr seid voll futuristisch und habt bestimmt Pistolen und Autos und sowas. Weil ihr habt schon krasse Straßen. Okay, hier ist keiner da. Weil ihr mag Straßen und Autos. So, da ist hier Ching Tong Ching Tong. Ne? Nein, nein, ich kann kein Deutsch. Okay, alles klar. Nicht jetzt. Und jetzt? Nein, nicht jetzt. Okay. Jetzt vielleicht? Nein, auch nicht. Okay, alles klar. Also, jetzt ist gerade schlecht. So, was heißt YouTube? Was bist du für einer? Hallo, schön dich zu sehen. Danke für alles und auf Wiedersehen. Oh, oh, was hat sie? Nicht jetzt. Ach nee. Was? Du willst mit mir ausgehen? In sie? Ah, nee. War alles klar. Hallo, schön dich zu sehen. Danke für alles und auf Wiedersehen. Was haben wir hier? Da haben wir Leuchtreklame. Wolke 7. Oh, hallo. Hallo, Süße. Für die Attraktion dieses Ladens bist du noch zu jung. Komm in ein paar Jahren wieder. Baby. Wow. Wow. Oh, du bist in der Ecke. Diese Gegend der Stadt ist sehr verrucht. Hier bekommt man einiges geboten. Wie zum Beispiel? Ja, er weiß es nicht. Hallo Frau Polizistin. Man sagt, dass der Antiquitätenhändler ein wildes Tier hat. Doch niemand hat Beweise. Ruf die Polizei, wenn du etwas bemerkst. Antikes. Um das ein für alle Mal klarzustellen. Ich halte hier kein wildes Tier. Vielleicht. Doch. Aber das sage ich dir nicht. Das ist gemein. Der verrät uns nichts. So. Wo geht's hier runter? Da geht's runter. Gehen wir einmal ins Untergeschoss, denn hier gibt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ein Minispiel. Gehen wir mal hier rein. In die Kneipe. Hab genug, ich schmeiß diesen blöden Job hin, wenn ich das nur auch sagen könnte. Aber mein Chef, der haut mich dann immer. Zu Hause muss ich immer vegetarisches essen, deshalb esse ich hier. Hier gibt's vegetarisches Fleisch. Süß, du trägst aber heiße Hosen, die leuchten ja richtig. Und die Haare hast du auch gefärbt. Du, du, du. Hallo, was soll es sein? Es kostet jeweils 10 Taler. Hähnchen, Reiswein, nein, danke. Ich hätte gerne ein Nein, danke. Nein? Dann halte mich nicht länger auf. Ich wollte aber ein Nein, danke. Och, mein Oh. Nein, danke ist ausverkauft. So, was ist das? Hier steht Kanalisation. Betreten streng verboten. Okay, und was haben wir hier? Ein Laden, die Basteria. Sprich mich nicht an, mir kommen die Nudeln gleich hoch. Auf geht's. Was machst du? Im Stehen kann man mehr verdrücken, das ist das ganze Geheimnis. Alles klar. Willkommen beim Nudelessen. Drücke abwechselnd A und B, um die Nudeln zu essen. Wenn du bereit bist, nimm an der Tafel Platz. Ja, dann schauen wir mal. Los! Okay, ich weiß nicht, ihr hört bestimmt, wie ich hier drücke. Ich drücke ja die ganze Zeit, lalalalala. Okay, im Stehen kann man nämlich mehr essen als im Sitzen. Ich sitze aber, das heißt, ich habe eigentlich Nachteile. Oh. 15, 16, jawohl, ich bin in Führung. 17, 18. Ach, mir tun die Finger weh. 20, 21, jawohl. Ich krieg Krämpfe, wie lange noch? Sag mir, dass es gleich rum ist. Ich muss in Führung bleiben. 28, 29, komm. 30. Oh. Puh, super, du hast 31 Teller leer gegessen. Ark ist der neue Nudelkönig. Hier ist dein Preis, ein wunderschöner Stein. Nimm ihn. Ark erhält ein Kristall. Yay, wir haben ein Kristall gespielt. Ich trainiere, um dich zu besiegen. Boah, grrr, juhu. Okay. Hallo Nudelkönig, der Ex-Champion will sich mit dir messen. Nimmst du die Herausforderung an? Wenn du bereit bist, nimm an der Tafel Platz. Nein. Nein, ich gebe mich doch nicht mit so Versagern ab. Der ist doch viel zu schlecht. Außerdem tun mir die Arme weh jetzt. Nach dem Gedrücke. Abgefahrenes Outfit, Kleiner. Bist du ein Raver?
Nein. Hey Kleiner, weiß deine Mutter, dass du dir die Haare gefärbt hast? Meine Mutter weiß noch ganz andere Sachen, du. Aber das sage ich dir nicht. Und ihr auch nicht. Hier ist die Polizei. Das war's doch eine Polizistin. Nö. Was ist los mit dir, Kleiner? Hast du Ärger? Warum nennt ihr mich alle Kleiner? Nanu, wieso trage ich hier drin eine Sonnenbrille? Ich bin viel zu gutmütig. Das ist schlecht fürs Geschäft. Er ist bestimmt hier von der guter Kopf, böser Kopf, nur mal der böse Kopf. Schauen wir mal, was hast du zu sagen? Der Typ verweigert die Aussage. Er gibt sich als Pinguin aus und redet kein Wort. Glupsi glup. Glupsi glupsi glup. Glup glup. Ich glaube, es ist gar kein Pinguin, das ist ein Monster. So, was haben wir hier? Wir müssen ein bisschen die Stadt erforschen. Die Zeitung. Möchtest du eine Führung? Dann geh in den ersten Stock. Okay, auf in den ersten Stock. So, wo ist meine Führung? Oder sind wir schon da? Wir sind Journalisten. Zurzeit ist Dr. Beruga das heißeste Thema. Er ist ein größenwahnsinniger Wissenschaftler aus Devota. Devota, wo auch immer das heißt. Am wichtigsten ist eine gute Headline. Wie wär's mit rothaariger Junge stürzt aus dem Fenster? Das hört sich an wie bei der Bild. Wir erfinden einfach mal schnell was. Bild, wir machen Werbung. Seit kurzem ist Beruga verschwunden. Spurlos. Ja, kommt vor. Dort hat er viele Anhänger. Man verehrt ihn als Gott. Die Leute glauben, dass er ihnen ewiges Leben gibt. Ja, ein ewiges Leben ist ja jetzt also nicht so toll, aber hey, wenn man's hat, dann hat man's. So. Das Grundstück hier ist noch zu haben. Man könnte ein Haus bauen. Und hier hinten haben wir eine kleine Nebenquest. Holt mich raus! Ich esse auch immer auf! Oh, hey da! Hörst du mich? Bitte, hilf mir hier raus! Helfen oder ignorieren? Wir helfen natürlich. Und sofort kommen wir hier in einen Raum und haben Kampfmusik. Es kommen wieder Gegner, die wir lieben. Wer isst seinen Teller nicht auf? Ja, warum sollte man den Teller aufessen? Das, was drauf ist, muss man essen. Wer räumt sein Zimmer nicht auf? Das ist bestimmt Teddy. Wer schläft nicht in der Nacht? Oh ja, Entschuldigung. Na komm. Au! Oh, wie verschwenderisch. Ich werde dich später mit einem Fluch belegen. Nein, nicht machen. Das ist voll unfair. Willst du etwa baden? Oh, so schön, bisschen in die Wanne. Wechselst du auch ab und zu das Laken? Nein. Verschwendung. Wenn man es einmal im Jahr gegen ein anderes altes austauscht. So, geh ab und zu nach Hause. Ich habe kein Zuhause, ich bin der Ark. Oh mein Gott. Wer isst seinen Teller nicht auf? Ja, das hatten wir schon. Stirb einfach, Geist. Das ist wieder so ein komischer Seegeist, ja? Die Dinger wollen einfach nicht sterben. Habe jetzt so das Gefühl irgendwie, dass das alles so ein bisschen einfach... Na? War's das schon? Nein. Hier, ich hab die doch getroffen. Niemand mag Geister. Ich werde dich später mit einem Fluch belegen. Kamikaze-mäßig habe ich auf ihn eingeprügelt und er hat's einfach ignoriert. Verschwendung. Waren wir gerade beim Laken? Ist nicht nur dieses Zeug. Geh ab und zu nach Hause. Oh, ja, yeah, wir haben es geschafft. Gruselgeist verzieht sich. Ja, das war schon gruselig. Hallo, ich bin Chicken. Vielen Dank für deine Hilfe. Ein Geist hielt mich gefangen. Ich machte im Schlafraum ein Nickerchen als... Oh. Niemand hörte meine Hilfeschreie. Es war... furchtbar. Wir programmieren Spiele für Nintendo. Gerade entwerfen wir ein Spiel, dessen Held wie du aussieht. Ich hoffe nur, dass es den Spielern gefallen wird. Naja... Wenn der Held so aussieht wie ich, dann ist das noch klar, dann ist das so ein super Spiel. Und jetzt haben wir hier ein Gebäude. Und zwar Quintet.
Und dann besuchen wir einfach mal die verschiedenen Räume. Da haben wir die Tonabteilung zum Beispiel. Wie gefällt dir die Musik, die ich komponiert habe? Ich habe es ja im ersten oder zweiten Teil schon erwähnt, glaube ich. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ich habe seit einer Woche die gleiche Unterwäsche. Ja. Der braune Pfad zum gelben Glück, ne? Jawohl. Ja, Chef. Nach Illusion of Time wird Terra Enigma unser nächster Kracher. Illusion of Time ist auch ein Spiel, sehr geil. Habe ich mir auch überlegt, ob ich das vielleicht auch noch machen werde, irgendwann mal. Nach Terra Enigma werde ich mich aber erstmal auf Amnesia stürzen, das dann wirklich hauptsächlich zu Ende bringen. Vor einiger Zeit ist mein Rasierapparat explodiert. Mhm, schön. Nee, wie gesagt, nach Terra Enigma werde ich erstmal Amnesia soweit mich weiter drum kümmern. Und danach, schauen wir mal. Vielleicht machen wir ja dann hier Terra Enigma, sag ich, Illusion of Time oder so, weil es auch ein super Spiel ist. Schauen wir mal, so, wenn es soweit ist. Ich will da jetzt mal nicht so viel jetzt schon irgendwie vorausplanen. Hallo, ich bin Annette. Ich koche Kaffee und singe dabei. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee ist geil. Lalalala. Kaffee, blob, ah. Und auf der Hose. I. Hallo, ich bin Aki, der Computerexperte. Aki. Aki, der Pinguin. Mach mal 2 Tage Urlaub. Das hast du dir einfach verdient. Was? Ja. Das ist irgendwie ein Satz. Nicht so ganz sinnig. Büro. Ich bin Larry, der Praktikant. Von mir wird man noch viel hören. Auf geht's, im nächsten Monat habt ihr 2 Tage frei. Schafft was. Was haben wir hier, das Labor? Das ist mein Arbeitszimmer. Hier entstanden die besten Szenen des Spiels. Aber hier ist es ziemlich einsam. Hilf mir doch bei der Arbeit. Dies ist das Schmusetierchen von Annette. Und warum steht das hier? Annette, ich habe dein Schmusetierchen gefunden. Was haben wir im Obergeschoss? Die Planungsabteilung, das sind alles Hühnchen. Das nächste Spiel heißt... Ups, das darf ich nicht verraten. Herr Miyazaki ist der Autor des Spiels, ein echter Freak. Man sagt, er sei als Kind vom Wickeltisch gefallen. Ja, man sagt auch von anderen Kindern andere Sachen. Ich habe bereits damit begonnen, dein Spiel zu programmieren. Das Spiel wird Terra Enigma heißen. Abgefahrener Name, nicht wahr? Ich glaube, also Illusion of Time war ja auch der... indirekt jetzt der Vorgänger, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hier ist ja im Grunde Illusion of Time 2, also Terra Enigma hat ja... Oh, Entschuldigung. Hi, ich bin Hans. Ich esse alles. Hast du etwas? Nein. Am liebsten laufe ich barfuß durch die Gegend. Hallo, ich entwickle gerade einen Katastrophenplan. Falls mal eine Katastrophe kommt, dann habe ich einen Plan. Und hier ist das Schlafzimmer, in dem wir vorhin gekämpft haben. Und da ist jetzt eine Tür. Hallo, ich heiße M und arbeite in der Abt für Allg-Angelegenheiten. Also hallo, ich heiße M und arbeite in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Hier müffelt es ein wenig. Die Programmierer schlafen hier. In 2 Betten. Ich möchte nicht wissen. Oh. Ja, das Leben als Videospielprogrammierer ist schon ein hartes Los. So, aber damit sind wir auch in Neo-Tokyo soweit fertig. Ich werde mich jetzt noch bis zum Flug begeben, obwohl den Flug machen wir noch schnell mit. Und dann lassen wir diese Nebenepisode einfach mal so stehen. Zwitscher Fieb. Fieb, Fieb, Treller, Zwitscher Pieps. Zwitscher Fieb. Guten Flug. Ne, den Flug nehmen wir noch mit und dann schauen wir mal, dann werde ich den Party beenden. Nein, wie gesagt, also... Terra Enigma sollte ja eigentlich, glaube ich, auch am Anfang Illusion of... Illusion, sage ich schon. Ja doch. Illusion of Time. Also, klar. Illusion of Time 2 sein. Im Englischen ist übrigens Illusion of Gaia, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube Illusion of Gaia, was? Also Illusion of Time und Illusion of Gaia sind ein und dasselbe Spiel, falls ihr es mal irgendwann sehen solltet, so. Und ja, da landen wir. Es war übrigens der... Oh, okay, wir stehen nicht direkt davor. Naja. Gut, ich würde sagen, hier mache ich Schluss und wir sehen uns im nächsten Part von Terra Enigma. Bis dahin und wir sehen uns. Vielleicht habe ich bis dann auch den Ausgang von dir gefunden. Mal gucken. Bis dann. Ciao.